Hi liebe Leute, herzlich willkommen bei Top Trading Cards und Bundesliga Chrome 2019 ist am Start. Ihr wisst es, wir haben schon einen YouTube-Stream gemacht, einen Twitch-Stream gemacht. Ja, und heute einfach mal ein Standard-YouTube-Video und einfach mal mit euch zusammen so eine Box zerfegen. Ich habe richtig Bock drauf. Ihr wisst, in Bundesliga Chrome gibt es auch ein Autogramm pro Box. Das müssen allerdings nicht immer so gute Autogramme sein, wie ich sie schon gezogen habe. Leon Bailey 5 of 5 Autogramm Red Wave. Leon Bailey zu 25 Autogramm Standard Red habe ich, glaube ich, gezogen. Ich hatte voll die geilen Numbers. Max Kruse zu 10 und. Also auch Petersen zu 50 Auto. Ich habe mich ein bisschen an diesen hohen Standard gewöhnt und ich hoffe, der wird weiterhin fortgeführt. Lasst uns zusammen die Box rippen. Ich schneide sie an und kann euch nur sagen, ja, vielleicht kommt bald auch nochmal ein Video von der Bundesliga Chromebox Livestream, der bei Twitch kam oder kommt. Den werde ich natürlich auch hochladen. Also ihr werdet noch einiges sehen. Meine Frage an euch und bitte fleißig in den Kommentaren beantworten. Werdet ihr Bundesliga Chrome sammeln oder ist es euch zu teuer? Denn ein Pack kostet ja schließlich auch 5 Euro. Die ganze Box mit 18 Päckchen A4 Karten kostet demnach 90 Euro. Schreibt es mir in die Kommentare. Wie findet ihr die Serie? Was habt ihr schon gezogen? Hattet ihr eine One-of-One? Hatte ich übrigens auch, habe ich eben vergessen. Saugeil. So sieht die Box dann von innen aus. Und ich würde sagen, lasst sie uns ein Stück hier hochschieben und das erste Pack mal direkt öffnen. Vielleicht zoome ich ein Stück rein. Bundesliga Chrome 2019 Top Trading Cards, Box Nummer, ich glaube, 7 oder 8. Lasst uns starten. Milos Veljković, Werder Bremen. Der typische Chrome-Look für alle, die die Chrome bisher noch nicht gesehen haben, natürlich. Ja, es spiegelt sich, es ist halt Chrome. Tops Chrome, Milos Veljković, sieht immer so aus. Hinten schöner Text drauf, eine Statistik drauf, das Ganze in Englisch, die große Nummer. Ein 90 Karten starkes Base-Set, einige Subsets, dazu aber gleich mehr. Jule Weigel. Enrico Valentini, und da haben wir schon die erste Karte aus einem Subset, das sind die Future Stars, 18 Stück gibt es, ich glaube pro Verein einen, für die TSG 1899 Hoffenheim ist es Nadim Amiri. In Päckchen Nummer 2 kommt die erste Numbered-Karte, wir haben irgendwas Grünes hinten leuchten sehen, für die Bayern erstmal die Basiskarte von James Rodriguez, dann haben wir Max Kruse, den hatte ich zu 10, genau die Karte nochmal in einer bestimmten Farbe, niedrig nummeriert, kann man immer gebrauchen. Dann haben wir Jean-Kevin Augustin und hier Timo Werner, lacht in Grün und das ist zu 99, Timo Werner, RB Leipzig, jetzt schon die dritte nummerierte Karte, die ich von ihm ziehe. Kann ich das Rainbow Set vielleicht voll machen? Wer weiß, 76 von 99, Timo Werner Green. Legen wir mal hier unten hin, die Basiskarten stapeln sich hier. Geht gut los, Timo Werner nummeriert nehme ich immer sehr gerne. Da kommt die nächste, Blue Wave, auch 99 nummeriert, kenne ich schon auswendig. Jean-Philippe Mateta, Marco Reus, dann haben wir Mario Gomez und die Blue Wave ist von Santiago Ascacibar. Ganz, ganz junger Argentinier, frischer Nationalspieler, Blue Wave Ascacibar. Und die ist nummeriert zu 99, 7 of 99. Was trägt der für eine... Ah, Squad Number 6. Fuck it. Santiago Ascacibar. Warum habe ich das gesagt? Wenn eure Nummerierung gleich ist mit der Trikotnummer, die er im Verein trägt, ist es immer besser. Macht die Karte wertvoller. Hätte ich jetzt also eine 6 of 99, 6 von 99, und er trägt ja die 6, wäre das im Wert 3-4 Euro mehr. Kann man wirklich so sagen. Nicht pauschal die 3-4 Euro, aber der Wert steigert sich auf jeden Fall. Zweite nummerierte Karte nach Werner, Santiago Ascacibar, VfB Stuttgart. Ron Robert Zieler, Torwart vom VfB. Maximilian Arnold, VfL Wolfsburg. Da kommt schon wieder was. Weston McKennie und diesmal in grün. Weston McKennie, green. Weston McKennie, schon wieder ein Jungstar. Eben Ascacibar, der ist bei Donruss Panini. Rookie, rated Rookie. Weston McKennie, rated Rookie. Die ist wieder zu 99. 3 zu 99. 74, also 74 von 99. Was geht hier ab? 3 mal 99? Bin ich mir gar nicht sicher, ob ich das gut finde. Die Spielerauswahl gefällt mir. Die Nummerierung. Umso niedriger, desto besser. Hier kommt schon wieder was. Blau ist zu 199. Zu hoch. Alles zu hoch. Timo Werner. Waldemar Anton.
Sebastian Oller und Blau, das ist Timothy Chandler. Eintracht Frankfurt, Blau, wie erwähnt, 199 und das ist die Nummer 138 von 199. Vierte nummerierte Karte im fünften Pack. Erste Pack war Futures da. Brutal. Aber 99, 99, 99, 199. Ich würde auch was Goldenes nehmen. Wir machen weiter. John Brooks, US-amerikanischer Nationalspieler. Jachel Kuh. Dann, ich guck mal hier, ob alles läuft. Läuft. Florian Müller und Niklas Füllkrug, Superstar Sensation, Hannover 96 zu 25. 14 auf 25. 14 von 25. Nein! Ich dachte, die 14 trägt er, aber er trägt die 24. Niklas Füllkrug, Superstar Sensations, Low Number zu 25. Voll geil. Was geht hier ab? 1, 5 Stück. Mach so weiter, Box, mach so weiter. Oh, hier nichts nummeriert, nichts farbiges, richtige Elendsbox. Oliver Baumann, Alexander Schwolow. Das ist die Torhüterbox. Hatten wir schon mal sowas ähnliches. Jiří Pavlenka und Christian Pulisic ist Future Star für Borussia Dortmund. Gesellt sich also zu Amiri und ansonsten einmal bitte Torhüter. Ante Rebic, Kroate. Und jeder weiß, Maschine. Thorgan Hazard wechselt zu Borussia Dortmund. Egal wann, egal wie, er tut es. Guido Burgstaller. Und Superstar Sensation Nils Petersen. Diesmal einfach nur Standard, nicht nummeriert. Bei Füllkrug, für alle, die den Unterschied nicht sehen, seht ihr hier dieses Orangene. Orange ist zu 25. Das lernt man relativ zügig, diese Nummerierung. Welche Farbe ist, welche Nummerierung. Es gibt ja nur 6, 7 verschiedene, glaube ich. Dann haben wir Christian Pulisic. Wir haben Rune Jahrstein. Wir haben Nadim Amiri. Und eine Andrej Kramaric, Superstar Sensations, jetzt auch Standard. Also wir haben alle nummerierten Karten quasi in den ersten Päckchen gezogen. Ich hoffe nicht, dass sich das bewahrheitet, sondern dass einfach nochmal ein paar kommen. Goldene zum Beispiel. Philipp Max, Jean-Philippe Jubamin. Dann haben wir Alfred Finnbogason und das ist eine Superstar Sensations, ebenfalls standardmäßig Guido Burgstaller. Also wir machen jetzt hier oben die Reihe voll. Dritte Superstar Sensation, zweimal Future Star. Das sind unsere Base-Karten. Aber wir haben auch noch ein paar Päckchen. Ein Autogramm kommt ja definitiv auch noch. Jan Sommer, Borussia Mönchengladbach, Salif Sané, dann Michael Gregoritsch und Marco Reus, Superstar Sensation. Jetzt alles unnumbered. Kommt hier oben hin. Base kommt hier hin. Also noch kann ich gar nicht sagen, das ist keine schlechte Box bisher, aber ist jetzt vielleicht auch keine überragende. Hängt jetzt alles davon ab, wie es weitergeht. Kahn Ayhan, Düsseldorf, er wird per festgeschriebener Ablösesumme irgendwo anders hingehen, zu einem besseren Verein, weil er hat sich brutal entwickelt. Bobby Wood, Kevin Volland und dann kommt in Blau Emil Forsberg. Wieder Blau, wieder 199, also wir haben viele Numbers. Aber jetzt schon 299er und zwar Forsberg und Schändler. 399er, die Grünen, Weston McKennie und Timo Werner. Und die Blue Wave, auch 99, Santiago Ascasiba. Plus die Low Number, das habe ich ganz vergessen, Superstar Sensation von Füllkrug. Und gefühlt, mal eben hier hören bei dem Profi, gefühlt, bisher eine gute Box oder eine schlechte Box? Ich glaube noch in Ordnung. Ist noch in Ordnung, glaube ich auch. Makoto Hasebe, Benjamin Pavard, Eduard Löwen und Lars Stindl. Das ist ein Basepack. Das erste Basepack. Leute, es gibt Basepacks. 5 Euro werdet ihr dann bezahlen und bekommt den Schlag mit voller Kraft ihr so hin und Knockout. 5 Euro Basepack. Ich gönne euch das nicht, aber es ist möglich, ihr wisst es. Wir haben Dayo Upamecano, Innenverteidiger, da Niklas Füllkrug eben Numbered gezogen, habt ihr gesehen. Oh, Nils Petersen, was kommt dahinter? Das ist eine Yannick Haberer Future Star Karte, aber absolut standardmäßig nichts Besonderes, die muss hier hin. Wie viele Päckchen haben wir noch? 1, 2, 3, 4.
Autogramm fehlt noch. Numbers haben wir, glaube ich, mittlerweile alle raus. Ralf Fährmann, nein, haben wir nicht. Da kommt eins. Kuhn Castells, hoffentlich in Number. Das ist orange. Jonathan Tah hat nicht unterschrieben. Jonathan Tah in orange. Die ist Number zu 25. 17 of 25. Die zweite zu 25. Und jetzt ist die Box auf einmal ziemlich gut. Jetzt kommt es natürlich noch aufs Autogramm an. Aber zwei 25er, wieder ein Junger. Wieder low-numbered. Nice. Drei Päckchen noch. Die Suche nach dem Autogramm. Es liegt nicht, wie bei anderen Serien, unten links, zweite Pack oder so. Es kann überall sein. Mario Götze, Alfred Finnbogason, Michael Ishak, Ignacio Camacho. Das ist wieder ein 5-Euro-Base-Pack. Ihr denkt dran, die Faust. Zwei Packs noch. Oh, ich habe ja Dortmund. Hinten war Dortmund. Wenn das Autogramm ist, ist es Kreuz oder Weigel. Ja. Morales. Torgen Hazard. Davy Klaassen. Wir sehen die Haare von Roman Bürki. Und das ist schon wieder ein Baseball. Kein Autogramm in der Box. Letztes Pack, Leute. Ich habe noch kein Auto. Es muss hier drin sein. Wenn nicht, Tops Beschwerdebrief. Wenn es ein Auto ist, ist es nummeriert. Robert Lewandowski. Timo Oh, das Autogramm im letzten Pack, sowas macht mich irre. Ist nicht Garantie. Schnauze. Ibisevic. Gold? Kevin Trapp. Autogramm in Gold. Zu 50. Ist okay. Kevin Trapp, Paris Saint-Germain, spielt eine Bombensaison mit Frankfurt. Frankfurt hat Fans all around the world. Und das ist einfach mal 17 of 50 Kevin Trappvogel. Wir haben Lauf. Ja, das ist eine gute Box. Das ist eine richtig gute Box. Guck mal, wie viele Numbered-Karten hier liegen. Und jetzt ist es wirklich eine brutale Box geworden. Kein Standardauto gezogen. Schon wieder kein Standardauto. Muss ich mir auf die Schulter hauen. Ich ziehe nur nummerierte Autogramm. 1 zu 50, Petersen. 1 zu 5, Bailey. 1 zu 25, Bailey. Und jetzt zu 50, Kevin Trapp. Voll on Sticker, guter Spieler. Nochmal die nummerierten zu 25, Tah. Zu 25 Füllkrug, zu 99 jeweils in Blau Chandler und Forsberg, zu 99 jeweils in Grün Werner und McKennie und eine Blue Wave zu 99. Irgendwo hatte ich einen Fehler, irgendwas war 199, ist auch egal. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nummerierte Karten und 8 mit dem Autogramm. Kevin Trapp, 17 of 50, Bundesliga Chrome, Leute, es läuft! Und wir werden weitere Displays öffnen, mal bei YouTube, aber hauptsächlich in Streams. Die Streams werden dann hochgeladen, zieht sie euch rein, so sieht sie aus. Schreibt mir eure Kommentare, wie findet ihr Bundesliga Chrome, sammelt ihr sie auch? Was war eure beste Karte, die ihr bisher gezogen habt? Und ansonsten würde ich sagen, bleibt mir nur zu sagen, schönen Tag an euch, genießt ihn, was auch immer ihr tut. Ich bin raus, peace out, macht's gut und haut da rein.